Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt auch noch die Sonntagsspiele. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ins Wochenende. Bleibt gesund und los geht's mit Bayern gegen Freiburg. Der FC Bayern musste den Schock nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel auch sicherlich erstmal verkraften. Jetzt zu Gast der SC Freiburg, der mit 5 Siegen in der Bundesliga in Serie eine richtig breite Brust vorzuweisen hat. Aber der FC Bayern München, er macht das, was er auf Niederlagen gerne macht, wie er gerne reagiert. Er trotzt mit Leistungen. Hier Lewandowski, der gefoult wird und im Strafraum eben dementsprechend auch einen Strafstoß zugesprochen bekommt. Lewandowski gegen Kiel hatte er verwandelt und auch hier mit dem Treffer 23. Spielminute das 1:0 für die Bayern. Der SC Freiburg kam nicht so gut rein in das Spiel. Sie mussten sich ja schon vor der Winterpause aus dem DFB-Pokal verabschieden. Hier stark von Lewandowski gewohnt gut verwandelt. Und per Freistoß ist er auch nicht so schlecht. Diesmal aber Florian Müller zur Stelle. Den fängt er ab, kann er gut aus der Luft fischen. Kein schlechter Freistoß von Lewandowski, aber eben auch nicht perfekt getreten. Dafür ist Müller dann zu wachsam. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Die in Gelb gekleideten Freiburger, sie hatten so ihre liebe Mühe mit dem FC Bayern München, die gar nicht zu 100% auf die Tube drückten, konnten sie ja sicherlich auch nicht nach der Aufgabe unter der Woche, auch wenn man viele Kräfte schonte. Goretzka dann aber mal wieder mit einem Abschluss kurz vor dem Pausenpfiff. Noch einmal Florian Müller, guter Rückhalt da zwischen den Pfosten beim FCB. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Ziemlich hohes Ding und am Ende der Verwertungskette steht dann doch wieder Robert Lewandowski. 2:0 für den FC Bayern München. Steigt da hoch. Manuel Gulde verliert das Kopfballduell. Kommt einen Augenblick zu spät. Und der Kopfball, der ist auch gut gesetzt. Da bleiben keine Diskussionen offen. Zweimal hat er treffen können aus 4 Schüssen. Eine durchaus respektable Quote, aber der FC Bayern München machte zumindest auch mal wieder eine souveräne Partie in der Defensive. Denn man hatte ja auch das letzte Bundesligaspiel verloren. 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach, eben weil man defensiv Schwächen aufweisen musste. Hier war es dann immerhin weiter nach vorne. Die nächste Möglichkeit, erst Müller, der scheitert. Dann Leroy Sané, Thomas Müller hier, stand nicht im Abseits, etwas überraschend, aber hier hätte der Videoassistent sonst eingegriffen. Im Pokal profitierte der FC Bayern München ja von einer nicht gesehenen Abseitsposition. Das trudelte hier dann so langsam aus, Schritt für Schritt, Minute für Minute. Viele Möglichkeiten gab es nicht mehr im zweiten Durchgang. Der SC Freiburg, er konnte nach vorne nicht mehr viel bewegen und dann war es auch vorbei. Bayern gewinnt mit 2:0 vollkommen souverän gegen Freiburg, regeneriert sich und bleibt damit unangefochten Tabellenführer. Wie viel der Sieg des FC Schalke 04 gegen Hoffenheim wert war, wird man erst in den kommenden Wochen und Monaten sehen, denn daran müssen sie jetzt auch anknüpfen. Zu Gast bei Eintracht Frankfurt, die zumindest in der Bundesliga gewonnen hatten, aber eben im DFB-Pokal 4:1 gegen Leverkusen verloren. Aber das erste Ausrufezeichen gehörte hier tatsächlich der Eintracht. Abschluss Kamada aber nur ans Aluminium. Starke Anfangsphase von Eintracht. Silva zu Jibril Sow und nach 7 Minuten schon das 1:0. Die SGE machte es überragend. Der FC Schalke 04 noch nicht hellwach und somit gingen sie dann früh in
Rückstand und der war auch zu dem Zeitpunkt vollkommen verdient. Frankfurt machte weiter und wollte schnell ein Nachlegen. Auch gegen Leverkusen hatte Silva eine große Möglichkeit, aber da verpasste er die Vorentscheidung. Zumindest das 2:0, aber auch hier gelingt das 2:0 nicht nach einer Viertelstunde, weil Kamada klar im Abseits steht beim Pass von Gibrezo. Toller Abschluss ist es trotzdem, zählt aber nicht. Für Schalke vielleicht eine Standardsituation. Ud lupft den rein und Nastasic per Kopf zum 1:1. 20. Spielminute, wie aus dem Nichts, und da kommt das Tedesco-Schalke ja fast etwas hoch, als man wirklich nach Standardsituation Tor um Tor erzielen konnte. Damals wurde man Vizemeister. Mit dieser Strategie aktuell würde sich Schalke mit Platz 15 ganz zufrieden geben. 1:1, also Eintracht Frankfurt wieder gefordert. Kostic, Flanke, Kolasinac, was für ein Bock, beziehungsweise was für eine Absprache, die hier nicht wirklich vorhanden war mit Fährmann. Silva lauert drauf und erzielt das 2:1. Unglückliche Situation. Und vor einigen Wochen hätte das für den FC Schalke 04 sicherlich auch die Niederlage bedeutet. Aber sie spielen hier mit einem anderen Selbstverständnis mittlerweile. Serda, Marc, Uth. Aber Hasebe erstmal dazwischen. Knapp über eine halbe Stunde gespielt. War eine richtig tolle Partie von beiden Mannschaften. Es ging viel nach vorne. Und hier ist es von Hasebe wirklich ein tolles Eingreifen. In diese Situation hätte Brandt gefährlich werden können. Noch einmal Schalke. Hinteregger köpft den erstmal raus. Benito Rahman aber wachsam. Ozan Kabak und Rahman hier im Passspiel. Benito Rahman. Was für ein Pass für Marc Uth. 2:2. 40. Spielminute. Königsblau wieder zurück im Geschäft. Frankfurt gibt die zweite Führung her. Uth mit dem linken Innenfuß vorbei an Kevin Trapp. 2:2 nach 45 Minuten. Eine richtig tolle Begegnung hier zum Abschluss des 16. Spieltags. Und es ging auch gut weiter. Frankfurt mit der Kontermöglichkeit, die wird aber im letzten Moment noch abgefangen. Es geht wieder in die andere Richtung. Stambouli, Matthew Hoppe, der Mann des Spiels mit Harit zusammen gegen Hoffenheim. Stambouli kriegt die Flanke nicht. Hasebe dazwischen, aber Rahman, der die Flanke trotzdem dann bringen kann. Geklärt von David Abraham. David Abraham wird heute sein letztes Spiel für Eintracht Frankfurt machen. Heute nochmal als Dirigent in der Innenverteidigung. Und es kam einiges auf ihn und seine Abwehr zu. 66. Minute. Benito Rahman. Diesmal mit einem Freistoß, der von Kevin Trapp erstmal weggefaustet wird. Trotzdem Szene weiter heiß. Mit Marc Uth noch einmal. Kevin Trapp. Tolle Parade. Und Königsblau mittlerweile die bessere Mannschaft. Frankfurt konnte hier noch nicht zu 100% im zweiten Durchgang überzeugen. Noch etwas weniger als 20 Minuten zu spielen. Suat Serdar. Kabak auch viel vorne unterwegs. Benito Rahman völlig frei und das 3:2 für den FC Schalke 04 in der 73. Spielminute. Trapp kommt raus, wird getunnelt. Und die erste Führung für den FC Schalke 04. Sie kommt nicht zur Unzeit an diesem Sonntagabend. Und nun musste Frankfurt kommen. Sie hatten noch knapp 10 Minuten Zeit. Dazu in der Lage sind sie auf jeden Fall. Aber das letzte Pflichtspiel, das letzte Pokalspiel, es war eine Niederlage. Kostic, Rode, André Silva, Schalke kommt nicht richtig hin. Aber Erik Durm setzt den Ball ins zweite Stockwerk. Kann den eigentlich sogar noch annehmen, hat da viel Zeit, nimmt den Ball mit vollem Risiko. Ärgert sich dann, macht da deutlich zu wenig aus dieser Möglichkeit.
Aber Frankfurt hatte nochmal einen. Becker wird hier unter Druck gesetzt. Wohin mit dem Ball? Zur Not einfach zum Einwurf. Aber Becker bleibt am Ball, spielt nicht zurück zu Fährmann. Den holt sich Sebastian Rode, zieht in den Strafraum ein. In der Mitte ist André Silva. André Silva! Er schafft es nicht. 90. Spielminute, die Riesenchance zum Ausgleich, aber es konnte ihnen nicht mehr gelingen. Somit gewinnt Schalke zum zweiten Mal in Folge. Frankfurt muss nach 3 Siegen in der Bundesliga mal wieder eine Niederlage einstecken und die tut weh am Sonntagabend 2-3 gegen Schalke. Jo, das ist dann die komplette Übersicht der ganzen Prognose. Tippt nochmal gerne mit in den Kommentaren. Schönes Wochenende, viel Spaß bei der Bundesliga. Bis dann, haut rein, bleibt gesund und adios.